Herzlich willkommen zum Zimmerduell mit Philipp Husbeck und Marc-André Schmerböck. Wer braucht in der Früh länger zum Aufstehen? Ab wann hört man hin? Wenn du die Antwort warst. Aber er sollte die Antwort nicht sagen. Ich sehe es auch nicht. Ja, wie lange überlegst du da? Ja, Punkt. Pussy braucht länger, warum? Wenn er aufkommt. Hey, Morgenmuffel bin ich ein bisschen. Ja. Komm nicht auf. Wer ist öfter am Handy? Also ist es für uns gut, wenn wir gleich sind? Ja. Ach so. Ja, ich wäre jetzt so da. Ja, das weiß ich schon wieder. Geht das an? Ja. Okay, ja, dann fangen wir an. Tu das mal weg. Ich hab die Frage nicht eingefügt, gell? Jetzt kommt eine geile Frage. Wer ist besser in FIFA? Das war die schnellste Entscheidung jetzt, oder? Nein, die müssen so wieder. Ja, da sind beide sehr selbstbewusst. Ja, aber man muss schon ehrlich sein. Du, man muss ehrlich sein. Ja, aber ich gehe vom Spielerischen aus. Und nicht auf die Glückstore. Zum Schluss. Wer ist ja, spielerisch der nicht, bessere FIFA-Spieler? Wenn man nicht kann, so ehrlich sein kann. Warum? Spielerisch jetzt gerade. Ja, dann. Alles klar, ich meine. Dass das nicht zugeben kannst, ist ja, spielerisch bin ich. Das ist du hast dich. Klicks gehörst dann da eine. Ja, ist so. Wer redet mehr? Was also hast du jetzt Mitte gemacht? Wie soll ich Mitte sicher? Ah, der von Mitte her? Ja, haben wir ja vorher gesagt. Ja, ich glaub, das war Spaß. Ja, hätten wir schon, ja. Wer ist beim Essen der Schnellere? Wir waren euch zusammen. Ja, was? Neuer Punkt? Ja, ich weiß ja trotzdem. Wer von euch beiden ist für das Fernsehprogramm zuständig? Punkt. Jawohl! Was wird geschaut? Ja, alles was er sagt, also. Weiß nicht. Er findet jeden Film. Jeder Film ist super. Dann gehe ich halt einfach mal aus dem Zimmer raus, wenn er mir nicht passt. Also bist du nicht so zufrieden? Nein. Was? Wirklich. Naja, DSDS darf man nicht schauen bei dir. Na, der Film war super gestern. Wer braucht länger im Bad? Der braucht ja eine Box zum Aufstehen. Hamburg, Punkt? Ja, Punkt. Jawohl! Jawohl! Jetzt auch du und ich. Wer ist der Zimmerboss? Marc sagt, es gibt keinen Zimmerboss. Unentschieden, also kein Punkt. Warum glaubst du, dass du der Boss bist? Das ist jetzt eigentlich ein Brutale. Nein, eigentlich ist es eher. Ich bin verdammt. Nein, jetzt, wie kommt es raus, dass du der Zimmerboss bist? Ich habe ein bisschen zu viel Selbstvertrauen gehabt gerade. Nein, ich bin mir verdammt. Wir sind beide gleichberechtigt. Nein, du bist. Die Frage jetzt immer. Nein, du musst es nochmal weg da. Ich vergiss jedes Mal, dass wir zusammenarbeiten und dass es gleich ist. Die musst du jetzt. Wenn er aber gleich hat, ist dann ist ich Punkt. Was? Wenn er sagt gleich, dann ist immer Punkt, wenn oder? Ja, aber er glaubt, nein, aber ich habe schon wieder so da. Ich glaube, ja. Ich muss mich aufspielen. Ich vergiss immer, dass wir zusammenarbeiten. Kannst du dir nochmal Fragen stellen? Nein. Warum nicht? Weil es lustig ist. Nein, ist ein Scheiß. Da rennt der Schmäh schon wieder. Wer ist ordentlicher von euch? Ganz klare Geschichte. Nein, eigentlich nicht, aber ich schau, dass wir zusammenarbeiten. Was? Das ist extrem unharmonisch bei euch im Zimmer, kommt mal vor, weil. Du musst da mal rein. Geh einmal ins Zimmer. Geh bitte ins Zimmer. Der ganze Tisch liegt voll mit deinen Sachen. Er darf jedes Mal deine Flaschen und deine Müsli-Schüsseln wegrammen. Okay. Ha? Oder der Wiesen, die du mit einer zahlst, also, dass du jedes Mal rutscht im Training. 90% vom Zimmer, weil dein Zeug immer dumm liegt. Nein, Wiesen, Erden, alles zahlst deiner, weil du nur rutscht im Training die ganze Zeit. Ist nicht so? Nein. Nein, passt. Wer ist der Zimmer-DJ? Punkt. Was wird
Also Fernsehprogramm und Musik alles. Ist in Schmerles, also. Wir spielen alles. Und gemischt. Er probiert es, so mag man auch DJ alles. Ich sag, dass wir einen ähnlichen Geschmack haben, aber gut, das ist so fast. Alles okay. Alles okay. Wer geht abends zuerst ins Bett? Schlafen wir ins Bett. Schlafen. Und so? Wenn ich sag, gleichzeitig. Also die schlafen immer, wir reden uns in Schlaf jeden Tag. Ja, aber du sagst auf einmal nichts mehr, so schlafst du nicht. Ich will einschlafen. Wer hat den besseren Schmäh? Alter, ganz klar. Punkt. Bist du Deppel Schmerle? Okay. Was mich so pusht, oder was? Geil. Wer von euch liegt öfter bei HT, Bernd ganz oder klar. Joe auf der Liga? Das ist nicht schwer. Was da? Ja, das sieht man auch. Ja, wenn jetzt da jetzt überlegst, ohne Spaß. Unentschieden, sagt er. Wieso ist mit dir noch? 5 Punkte. Ja, du oder was? Ja, sicher. Ich sehe dich nicht so oft hin. Ja, weißt du selbst, nicht damals. Wer von euch vergisst öfter seine Ausrüstung am Trainingsplatz? Unentschieden. Punkt. Letzte Frage. Wer ist vor dem Spiel jetzt nervöser? Wir sind beide gleich locker. Auch locker, ja.